Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Pikachu Cup. Und tja, was soll ich sagen? Die letzten drei Kämpfe waren jetzt nicht so von Erfolg gekrönt. Wir schauen mal, was der Eric aus Kalifornien hier zu bieten hat. Okay. Ich würde sogar fast schon so weit gehen und einfach meinen Landhorn mitnehmen. Ja. Meine vier Pokémon sind jetzt ausgewählt. Wir haben einfach mal Pikachu dabei, wir haben Ampharos dabei, wir nehmen Meloetic mit und ich nehme Landhorn mit. Ich habe irgendwie das Gefühl, je weiter ich immer runterrutsche, desto einfachere Gegner kriege ich. Und sobald ich auch nur einen Platz in der Rangliste höher steige, kriege ich sofort den Überpro. Geil! Richtig geil! Okay. Das nehme ich. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das Ampharos outspeede. Ich habe schon mal zumindest zuerst die Mega in Weg klirren. Okay. Dann kommt die Mega-Entwicklung von ihm. Und plötzlich müsste sie sich jetzt einfach seinen Pikachu auch noch mega entwickeln. Auch wenn es nicht geht, aber ich glaube, Pikachu hat dann irgendwie so einen Sonderstatus. Mega Pikachu. Oh, mein Pikachu ist schneller. Kraftreserve und... Da ist es, ja! Pikachu ist besiegt. Mein Ampharos ist auch schneller. Dampfwalze? Ein Dampfwalze Ampharos? Okay. Cool. Also damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Okay. Zebritz. Cool. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt genommen werde. Puh. Ich gehe einfach mal auf Zebritz und auf Ampharos. Hitzekoller? What the fuck? Okay, du hast jetzt schon mal deinen Spezialangriff runter. Ein Schlohkraut. Aha. Und jetzt mache ich den Drachenpuls. Jetzt, ja, du weißt, dass ich langsamer bin als du. Okay, das ist auf jeden Fall recht interessant gewesen, muss ich sagen. Gut, dann schicke ich jetzt meine beiden anderen rein. So, ich kann natürlich nicht Erdbeben machen. Also sonst besiege ich meinen Landhorn ja mit. Das heißt, ich gehe auf den Kreuzhieb und ich gehe auf Siedewasser bei Ampharos. Kreuzhieb sollte ausreichen. Hoffe ich. Es reicht nicht. Zebritzka macht Hitzekoller. Das tut weh. Ah, es macht viel Schaden. Ist nicht schön. Aber wir haben wenigstens noch das Ampharos besiegt. Heißt, da kommt keine Dampfwalze mehr. Und dann kann ich mich jetzt in Ruhe um das vierte Pokémon kümmern. Luxray. Auf 43. Okay. Ich bin 7 Level drüber. Soll ich da den Erdbeben riskieren? Ja, erstmal kommt sowieso der Hitzekoller von Zebritz wahrscheinlich. Oder irgendeine physische Attacke. Ich riskier's. Let's try it. Eieiei. Ich bin schneller als alle anderen.
Aha. Luxtra hat überlebt. Okay, gut, ich habe einen Angriffsdrop, aber ich bin 7 Level drüber. Hab ein hartes Wesen. Und es reicht trotzdem nicht. Okay. Gut, aber der Kampf ist gewonnen. Sehr schön. Ich komme mal ein bisschen näher ran. Dann könnt ihr mehr meine sexy Stimme hören. Möchtest du... Nein, ich möchte nicht speichern. Und ich möchte weiterkämpfen, ja. Wir gehen nämlich dann zum zweiten Kampf in diesem Video. 34 Kämpfe, 18 Siege. Okay. Raka aus Tasmanien. Choose Pikachu. Warum sollte ich das tun? Du hast einen Zapplerang, das stört. Ich gehe auf... Wisst ihr was? Ich gehe auf Illesaat. Ich gehe auf Illewoltek. Ich nehme Ampharos mit. Und ich nehme... Land? Ja, nein, ich nehme Rotom mit. Ich nehme mal Rotom mit. Komm. Es tut mir leid, ich habe Pikachu jetzt nicht ausgewählt. Vergebt mir, denn ich weiß nicht, was ich tue. So, und ich möchte jetzt gerne weiterkämpfen. Los, wähle deine Pokémon aus. Zieh deine letzte jämmerliche Karte, Yugi. Das Deck meines Großvaters enthält keine lächerlichen Karten. Sie enthält die unbesiegbare Exodia. Was? Exodia? Bisher hat es aber noch niemand geschafft, Exodia zu rufen. Okay. Illesaat und Illewoltek. Wisst ihr, ich gehe jetzt... Ich mache jetzt echt den Move und gehe auf Rotom. Und mache den Erdbeben. Eigentlich ist ja geplant gewesen, die Elektrifizierung zu machen. Aber ich vergesse ständig, dass Illewoltek Starthilfe hat und meine Elektrifizierung dann einfach in seinen Speed umwandelt. Das ist nicht so schön. Was? Du bist... Was? Okay. Tja. Was soll ich sagen? Das war's dann mit... Ich schicke einfach mal Illewoltek rein. Versuchen wir es einfach, komm. Wahrscheinlich hat das Illewoltek auch noch einen Choice Scarf. Pikachu. Es tut mir leid, Pikachu, aber... Eiszahn! Ah, au, 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 au. Friss das. Es macht nur die Hälfte an Schaden. Unglaublich. Gut, ich habe jetzt nicht ein mäßiges Wesen, aber trotzdem. So wenig? Wow. Und da haben wir schon wieder das Illewoltek. Tja. Das war's dann.
Luxray macht Schutzschild, damit Elevoltic Erdbeben machen kann. Super! Ja, das ist ein... Wisst ihr, und dann geht auch noch... Und dann geht auch noch... Irrlicht daneben. Nee, ich mach nicht Irrlicht auf Luxtra, weil Luxtra 100%ig Adrenalin hat. Rivalität kann ich mir nicht vorstellen. Glaube ich nicht. Luxtra wird zurückgerufen. Zaplarang. Schwebe wirkt. Ja, super. Ist ganz toll. Und dann gehen wir jetzt auch mal auf den Irrlicht auf Zaplarang. Und dann machen wir nochmal... Was machen wir denn? Ich kann eigentlich nichts mehr machen. Ist vorbei. Ich habe auch noch Illesaat in der Hinterhand. Was? Und dann... Okay. Und dann hat sich auch noch die Flinkerer aktiviert. Zufälligerweise, wenn es reinkommt. Zufällig. Wisst ihr, was ich meine? Wenigstens trifft das Irrlicht. So. Jetzt ist die Sache... Ich schicke jetzt Illesaat rein. Luxtra. Damit Luxtra mir jetzt nicht gefährlich wird, muss ich mit Illesaat jetzt angreifen. Reicht Drachenpuls. Ich muss erstmal Leitteiler machen. So, reicht Drachenpuls. Ich hoffe. Weil auf Hyperstrahl habe ich jetzt keinen Bock. Ich gehe auf Drachenpuls. Oh, wenn das jetzt... Oh, hoffentlich geht das jetzt gut. Hoffentlich. Eieiei. Luxray macht Schutzschild. Dann aktiviert sich die Flinkklaue von dem kleinen Ficker da. Aber wenigstens habe ich mit Rotom wieder ein paar KP zurückgeholt. Immerhin. Es ist unglaublich. Ich mache jetzt Blättersturm. Blättersturm auf Electros und Drachenpuls nochmal auf Luxray. Luxray setzt Ruckzuckhieb ein. Von allen möglichen Moves, die es haben könnte, setzt es Ruckzuckhieb ein. Ich glaub's nicht. Es ist einfach immer schneller. Unglaublich. Also, was hier gerade abgeht. Krass. Einfach nur krass. Okay. Ja, ich würde sagen, das war's. Weil jetzt macht dieses Luxray Ruckzuckhieb und ich bin weg. Oder es macht Eiszahn. Auf jeden Fall ist es schneller als ich. Ruckzuckhieb. Ich glaub's nicht. Krass, ey. Tja. Äh...
Nein, ich möchte den Kampf nicht speichern. Ich möchte nämlich jetzt weiterkämpfen. Auf zum 36. Kampf. Jawohl. Wuhu. Komm schon. Such mir bitte einen Gegner raus. Bitte. Eine Japanerin aus Aichi. Aha. Cosplay Pikachu auf Level 20. Ganz toll. Also das wird auf jeden Fall schon mal nicht mitgenommen. Ich denke, das Team wird aus Rotom, El Voltec, Voltenso und Elizard bestehen. Deswegen gehe ich auf El Voltec und Rotom. Und auf Lanton, damit ich den guten Bulk habe. Und Ampharos. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ein schlechtes Omen ist, wenn ich jetzt Elizard nicht mitnehme. Wir werden es sehen. Oh, das kann lustig werden. Oh ja. Das wird witzig. Sehr schön. Sehr schöne Ausgangslage. Ganz toll. Und lass mich raten, das gegnerische Elevoltik ist schneller. Das gegnerische Rotom ist schneller. Ich bin schon mal... Boah, ich bin schneller. Nice. Was? Die Verbindung wurde... Was ist da los? Die Verbindung zum Spielpartner wurde unterbrochen. Krass. Aber wenigstens habe ich noch seine beiden Pokémon besiegt. Immerhin. Die Runde wird noch ausgeführt. Der Kampf ist gewonnen. Der Kampf ist gewonnen. Und ja, das Video ist vorbei. Okay, so schnell kann es gehen. Tja, das war's dann. Macht's gut, Leute, haut rein und ciao.